Hallo YouTube! Komm zu Tag 19 im Schocktober mit Little Nightmares. Ich hätte gedacht, DLCs fügen erst dem fertigen Spiel etwas hinzu. So, was mir schon mal auffällt, ist, ich habe keine Schuhe an. So, hier haben wir einen Koffer. In dem haben wir anscheinend geschlafen. Was ist denn ein Pleb? Entschuldigung, ich bin alt. Ich weiß nicht, was ein Pleb ist. Ein bisschen leiser ist. Ist aber ganz schön düster. Ist auch immer so geil bei Helligkeit, bis es kaum zu erkennen ist. Was ist für die kaum? Urban Dictionary. Oh, Gottes Willen. Actually defined as a member of a despised social class, a commoner, a member of the plebs of ancient Rome, also lowborn, undistinguished, vulgar. Lower class citizen, ja? Ein Lauch. Ach, gut zu wissen, ich habe ein Feuerzeug. Ich könnte es benutzen. Der Sunred. Das merke ich mir. Ich merke mir das. Tja, Hallo, Stido. Schön das Geräusch ihrer Jacke. Kann ich das hier aufmachen? Okay, hier kann ich mich ducken. Schleichen. Ah! Im rechten Trigger kann ich etwas... Das erklärt mir das Spiel nicht. Ich müsste das anscheinend selbst herausfinden. Das ist eine riesige Tür. Ich scheine anscheinend ein kleiner Mensch zu sein. Guckt euch die, nicht cool, die Beleuchtung an zwischen den Treppenstufen. Seht ihr das? Wie das so zwischen den Treppenstufen durchgeht? Das sieht cool aus. Generell ist die Beleuchtung echt super.
Ich kann nichts erkennen. Okay, ich hätte gedacht, weil da ein Griff ist, ich könnte irgendwas tun. Okay. Komische Geisha. Da oben hängt ein Stuhl. Noch ein Stuhl. Okay, das ist zu schwer für mich. Im Bett kann ich mich verstecken. Kletter aber mal hier hoch und dann hier raus. Geht das? Ist das kein Trampolin, dieses Bett? Nervöse Sprünge. Ach so. Ah. Kleines Kind oder Riesenbett. Wohnen Sie jetzt? Klopapierrolle anzünden? Ne, ich kann sie aber mitnehmen. Oder hängt jemand? Warum? Lesen, ne. Es ist schon alles ein bisschen surreal, wenn man da hinten dieses, ich weiß nicht, was das sein soll. Ich kann auch hochgucken. Da hinten dieses total krumme etwas. Sieht aus wie so ein weiß ich nicht, wie so ein Hocker, so ein hoher oder sowas. Das so gebogen ist. Der Stuhl ist eigentlich viel zu klein. Okay, die Klopapierrolle kann ich nicht anzünden. Klopapierrolle anzünden. Hey, yo, take fire. Doesn't work. Boah, das Auge in der Tür. Okay, an die Klinke komme ich nicht dran. Vielleicht kann ich den Stuhl dahin schieben. Ja, kann ich. Wie so ein kleines Kind, was an den Süßigkeiten-Schrank will. Sind ein paar Schuhe im Kühlschrank. Das kann man schon mal machen. Vor allem, wenn die stinken, die Schuhe. Kann man sie gefriert tun. Oh mein Gott, ein Blutegel. Ah! Ganz schön fiese Kiste hier. Oh. Schnell. Sieh weg. Ich bin ja echt überall.
Hey, mon trop près là. Facile. God, it's too many of them. Gott sind es viele. Hier komme ich, glaube ich, nicht. Hallo. So aufpassen. Die Blutegel haben einen sofort. Alter. Ah, ich kann das nicht drücken. Für ein Typ. Ah, fuck. Ah, okay, das sind, also, ob das Checkpoints sind oder ob man die einfach macht. Lässt sich schwer abschätzen, wie man da springen muss. Boah, wie scheiße ist das denn? Jetzt werde ich wahrscheinlich wieder tausendmal von den Blutegeln genatzt. Wo habe ich die blöde Lampe angemacht? Scheint aber kein Checkpoint zu sein. Ja, die Frage ist, hatte den Breaker, warum sind wir so klein? Jetzt haben wir den Sprung geschafft. Ein Kind? Ja, aber das ist ein sehr kleines Kind. Licht! Du Zwerg! Yippie!
Ich habe einen Papierflieger gefunden. Der Künstler möchte damit vielleicht auf die Unbedeutsamkeit des Protagonisten hinweisen und die Einsamkeit, die jener in einer scheinbar düsteren und aggressiven Welt verspürt. Holy shit. That's some deep. Deep stuff. Saurons. Ja, 3 Deep 5 Me. Scheißhaus. Vor allem, was ist das für ein Scheißhaus? Das kannst du dich einfach mal neben deine zwei Kollegen setzen und kacken. Wir gucken jetzt mal hier in die Klos rein. Ah, den können wir nicht. So, da ist irgendwie Strom drauf anscheinend. Das Kabel geht darüber. Da ist ein Schalter. Vielleicht können wir ja die Klorollen dahin schieben. Klopapier, wir sind gerettet. So, hier kann ich wieder zurück, ja. Ich muss ja noch gar nicht zurück. Auch wieder einer gequarzt im Kinderzimmer. Wunderbar. Ups. Ah, verstehe. Wahrscheinlich muss ich den Strom ausmachen und dann komplett rüberlaufen. Für die Leute, die halt denken, so von wegen... Das in einem ja, mir geht's gut soweit, ne? Ich bin ein bisschen müde. Strom ist wieder an. Okay. Hm.
über Black Ops rutschen. Ich weiß nicht, wofür die Flammen, also diese... Warum ist dieser Typ? Bewerbungsfotos. Was soll's denn werden, Bersi? Hallo, dicke Max. Okay, das ist zu tief. Ach, ich bin wieder hier oben. Okay, gut. Practicum. Hier war einer extrem unzufrieden mit dem Auge, anscheinend. Komische Geisha wieder. Praktikum bei Schmettes, ja genau. The all-seeing eye. What the f is that? Hat der lange Hände. Lange Arme. Schlafen irgendwelche kleinen Kinder. Sind das alles Waisenkinder? Ich bin vielleicht auch eins davon. Crazy stuff. Da kommt Percy wieder. Die Leute sagt erstmal. Hallo Moonwalker. Kommt zu Little Nightmares. Hunger oder was? Dann gibt's verfaulten Fisch. Thank you.
es ist deprimierend hier. Also. Und alle wollen sich erhängen hier. Was zur Hölle geht hier ab, ey? Ja, ist bis jetzt sehr interessant. Ich mag Spiele, wo man von Anfang an noch nicht so recht weiß, was man eigentlich tut, um was es geht. Inside habe ich nur angefangen, aber dann nicht weitergespielt. Leiter hoch. Oh, die hört ja einfach auf, die Leiter. Ah. Hallo Nos One. Hier wird aber ganz schön gequarzt hier an Bord. Also ich gehe mal davon aus, dass es ein Schiff ist oder sowas, aber vielleicht auch nicht. Got it.
sechs Monate Abo abschließt, bedeutet das, dass ich jeden Monat die circa... Ne, du entscheidest ja, was für ein Abo du abschließt. Und wenn du sagst 4,99 oder was das sind, dann ist das jeden Monat. Schwengeldengel! Schwengeldengel! Ah, schon wieder Pusegel. Ah! Kann er. Oh, ey! Was die eine Reichweite haben. Die kommen anscheinend immer, wenn es dunkel ist, ne? Oh, ey! Es ist sau schwer, weil du nicht sehen kannst, wie die so rumgammeln. Nicht mehr da hochklettern. Da war auch der Checkpoint. Checkpoint Charlie. Ich wüsste ja gerne mal, was passiert, wenn ich von dem Auge erwischt werde. Ich will mal wissen, was passiert. Okay, ich werde zu Stein. That's not good. Keine Ahnung warum, aber hey. Das kann ins Auge gehen. Also versuchen wir natürlich dem Auge auszuweichen. Jetzt warten wir natürlich, bis der Putzwagen wieder da ist. Medusalix. Nee, ich glaube, man muss das manuell verlängern. Also es ist kein. Im Endeffekt ist es nur immer nur ein Monatsabo. Also man muss das immer, glaube ich, manuell verlängern. Manuell. Steht das nicht auch dabei? Zwei. Herr Funkenschaft freigeschaltet. Das F-Gift, das Gefängnis. Alle Errungenschaften. Ja. Sieh nur, der Vogel ist ausgeflogen. Okay, gut. Tolles Achievement. Weiter.
jetzt auch rein. Mein allererstes Achievement. Ja, ich entjungfert. Guckt euch die skurrilen Möbel an. Der Strom aus, ne? Hier können wir vielleicht hochklettern. So, ich muss Overwatch Dead Game. Was, wieso? Da hängt da schon wieder einer. Oder? Ah, hier ist nur eine Hose, ne? Only a paar Trousers. So, nu? Da ist der Schlüssel. Auf dem Tisch. Ist jetzt am Stream-PC, möchte den Eck nicht wechseln. Act on Instinct. Der Sicherheit zu tun. Ein paar Schlappen werfen, die dann im Boden versinken. Komm ich denn da hoch? Ah, hier ist noch ein Koffer. Nee, kann ich aber nicht ziehen. Kein Koffer zum Ziehen. Hallo? Hallo, hallo, Tomsi. It's not it. Ist noch ein Krug? So, hier ist einfach nur das Schlüsselloch. Den Schalter da betätigen kann. Mal sehen, was da passiert. Braucht man Kraft! Coraline, oh, was für ein großartiger Film.
hoch. Ja, der Soundtrack ist großartig. Das ist schon wieder so eins. Kann ich die zerbrechen? Ah, siehste? Ah, ich hätte die ganze Zeit zerbrechen müssen, die Tanten. Davon hatte ich ja schon zwei, glaube ich, gefunden. Coraline, ja, haben wir auf Blu-ray, kann man sogar in 3D gucken. Da ist der Anfang immer ganz interessant, wenn die da am das Püppchen am Nähen ist. Wusste ich, dass das Schloss aber auf meiner Höhe ist. Jawohl! Schalter. Das ist natürlich jetzt supi. Das war's dann jetzt erstmal hier, oder was? An den Schalter komme ich nicht dran. Halte A, um ein getragenes Objekt zu werfen. Kann ich das so hoch werfen? Da zielt sie da automatisch drauf. Ah, okay. Ach, das ist ein Fahrstuhl. Also ich musste schon die ganze Zeit was werfen. Ah, da war wieder so ein Mannequin. Schon wieder Hunger, oder was? Boah, ich hab eben gekocht, ey, mit Zwiebeln. Jetzt stinken meine Finger nur nach Zwiebeln. Ein Leben lang. Da, ich muss das rohe Fleisch essen, sonst bleibt mir gar nichts. Oh, jetzt werde ich bestimmt gefangen genommen. Hallo Tony.
Wieder raus! Glaube ich erstmal nicht weiter, ne? Zumindest nicht danach aus. Nein, 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 nein! Nicht darunter. Du darfst zwischendurch nicht den Spaß vergessen. Tür ist auf jeden Fall zu. Kann ich hier hochklettern? Ah, okay. Mach's gut, Mutraubritte. Danke für deinen Besuch. Oh yeah, das ist einfach so eine Guillotine, hallo? Eine halbe eine komische Badewanne. Okay. Wieder atmet. Atmen. Gibt die Kinder ein. Keine gute Idee. Ja, light the torch. Ich muss auch die ganze Zeit dran denken. Es sind auch eben, Cracky, hier so schon so Figuren rumgelaufen. Was? Crazy guy. Zum Glück wachen wir immer wieder unversehrt auf. Also man merkt auf dem Tuch.
Tommy V hostet dich jetzt. Danke. Der Typ ist ein bisschen blind. Das ist unser Vorteil. Geht er denn jetzt hin? Wie viele hier von den... Ich kenne dieses Spiel. Ein bisschen. Nicht spoilern, please. Die Leute bei uns neigen immer gern dazu... Ja, das Dreieckige muss ins andere Dreieckige. Zack. Alles gut. Alles gut, Tommy V. Oh. Den Schuh runtergefallen. Was? Warum haben wir so viele Schuhe? Schuhe ohne Ende. Ah! There's something in the water. Shit. Ah! Ah! Ein Schuhmonster! Moment mal, war ich hier nicht schon? Ah! Run, Forest! Oh Gott, der ist ja schneller als ich. Aber er sieht mich einfach nicht. Light the torch. Whee!
Hallo Bronx. I like rusty spoons. Was zur Hölle? Ist ja echt wie Salad Fingers, ey. Kennt das noch einer von früher? Das ist früher, aber. Geht mal eben in seinen Spielraum und spielt ein bisschen mit dem Löffel. Sehr crazy. Frage ist, wo muss ich dann hin? Wahrscheinlich da durch. Hier ist ein Stück Teppich. Geikajusk! What's up? Hey, time stop. It's good to see you. It's a little bit crazy in here. We are playing Little Nightmares. Dieser Typ. Yeah, I'm having a lot of fun. Okay, ich glaube nicht, dass er sich bewegt. Ach, WTF. Wie lange hängt der denn da überhaupt ab, der Typ? Eben ist er doch abgehauen. Eben ist er doch immer hat er doch immer die Räume gewechselt. Der große Bauer. Ah, Moment. Das ist ja der Gag. So locken wir ihn raus. Ja, ja, genau, The Beastmind. Ja, wir hatten den gleichen Gedanken, wir zwei. Ja, du hast zwar lange Arme, aber so lang dann auch wieder nicht. Oh no! Das heißt, Bersi, wir brauchen einen neuen Mitstreiter. So lange Arm. Wie gut, dass es Teppich gibt.
Ja, meldet euch alle ruhig auf unserem... Das macht überhaupt keinen Krach. Na, die Uhren gefallen dir nicht, oder, du Depp? Aha. Und hier hängt einfach mal, natürlich, ein Klavier. Sind wir bei Looney Tunes oder was? Da kommt jetzt gleich der Roadrunner. Oh, Gott sei Dank nicht auf die Tasten gekommen. Alien Isolation für Kinder. Na, das ist so ein... so eine Art, wie soll man sagen, so Inside, was gab's noch? Limbo, von der Art der Spiele. Man ist so ein Mädchen, wir sind irgendwo wach geworden und versuchen jetzt gerade irgendwie zu fliehen vor diesem Typen und haben schon irgendwie allerhand Sachen gesehen, die darauf führen, dass der Typ hier auf jeden Fall eine Meise hat und irgendwas machen die mit kleinen Kindern, würde ich mal behaupten. Ich kann ja nicht durch. Nein! Limbo ist vom selben Entwickler. Oh, keine Ahnung. Das ist eine gute Frage. Ich keine Antwort habe. So, wir brauchen, so wie es aussieht, auf jeden Fall etwas, wieder so ein Drehding, was hier in dieses Loch passt. Und jetzt gucken wir erstmal, wie wir hier weiterkommen. Also hier geht's nicht durch. Ja gern hochklettern, aber anscheinend funktioniert das ja nicht. Der Typ sortiert da seine Bücher. Jedes Buch. Ah, hier können wir hochklettern. Achievements. Da haben wir den Hodan. Wer hat das gehört? Wir müssen den jungen Mann retten. Schieß mir ins Gesicht.
Megalull Schneemann Wagenheber. Was zur Hölle? Okay, da hätten wir vielleicht eher noch ein bisschen ablenken müssen. Hier hoch. Reinlocken, damit ich das Ding rausnehmen kann, würde ich mal behaupten. Ich komme hier gar nicht mehr raus. Auf PC? Ja, ja, auf PC. Also, spielen wir das auf PC, ist die Frage? Ja, wir spielen es auf PC. Auf PC, auf PC, auf PC. Wir spielen es auf PC. Qualm. Stellen wir mal auf den Qualm drauf. Auf WC. WC-Ente. Ich bin zwischenzeitlich auf den PC gewechselt, ja. Vom PC. Alpengamer TV ist jetzt eine neue Nudel. Sei gegrüßt. Man kann auch eigentlich gar nicht erkennen, sind wir ein Mädchen, sind wir ein Junge? Aber ich würde auf ein Mädchen.
Canada. That's not that. That's PC. Playing on PC. What is that? I don't know. I think it's... LOL! Okay, ich muss also weglaufen, ja? Diversity. Ach Gott, ey. Muskelkater in den Schultern. Lauf! Ah! Na komm, geh kaputt und hack ihm die Arme ab! Ja. Was hast du gemacht? Ich hab, bin jetzt in meiner vierten Woche laufen und hab gestern gedacht, ich mach mal mit meiner Faszienrolle. Ach, David. Du hättest weglaufen sollen. Hab mit der Faszienrolle rumgemacht. Ah, mit seinen Fummelfingern ist ätzend. Ich möchte gern das Ding da rausziehen, um ihm seine Arme abzuhacken. Aber ich weiß nicht, ob das funktioniert. Aber er will unbedingt mich haben. Aber hier bringt mir das halt nichts. Muss ich einfach nur lang genug warten. Ich glaube, das ist nicht der Sinn der Sache. Jetzt wird er mit seinem Arm wieder hier hochgehen wahrscheinlich. Und der da unten, der geht jetzt gleich wieder hier rüber. So. Wenn der Arm jetzt weggeht. Oh. Jetzt hast du schon rausgefunden, dass sich fangen lassen nichts bringt. Warum machst du das denn immer? Sind das schon in der zweiten Passage, sind wir, ne? Ey, die Zeitspanne, das zu tun, ist extrem kurz. Fummelfinger Deluxe. Na, nimm das doch in die Hand. Sie nimmt es nicht. Ich kann drücken, was ich will. Sie hat es nicht festgehalten. Richtung Screen, ja. Was sagst du so leicht? Was sagst du so leicht? Ist das so easy? Das war Nummer 1, ne? Jawohl! Die Arme sind ab. Ah! Das hat bestimmt wehgetan.
Errungenschaft freigeschaltet. Das Versteck. Übrigens Unreal Engine 4, habe ich am Anfang gesehen. Im Intro. Jetzt nicht fallen lassen. Jetzt nichts mehr machen. Sind da so ein paar Schuhe, ein paar Klamotten. Oh, da oben. Wer ist das? Der Koch hat noch eine gequarzt. Ah, endlich wieder knurrender Magen. Das ist PC. Hier, siehst du doch. PC-Controller. Oh Gott, eine Mäusefalle. Oh, da hat's eine Maus zerlegt. Look out for the Mäusefalle. Alleine. Ah, ich bin aufgeflogen. Ihr habt vollkommen recht. Eigentlich spiele ich mit dem Controller hier. Eigentlich spiele ich mit diesem hier. Controller. Ich habe gerade in eine Maus gebissen, weil ich Hunger hatte. Ich fühle mich schlecht. Musik hat das Spiel auch. Unbelievable. Wie war das mit Tierschutz? Ah, it's all digital. Digital Minds. Endlich wieder ein bisschen Blut. Ich kann nichts sagen, aber da schärft jemand sein Besteck. Hey, hier gibt's doch zu fressen ohne Ende. Zuckerrübe essen. Ich muss diese Karotte essen hier. Ich nicht konsumieren? Ich kann sie nur schmeißen. Was für ein Quatsch. Ess doch jetzt die scheiß Karotte. Okay, hier ist auf jeden Fall alles vorhanden. Er hat Feivel gegessen. Wir wollen alle nach Amerika, denn da wächst der Käse auf den Bäumen. Diesen Hole. Was für ein fetter, ekelhafter Koch. Der sieht einfach mal aus wie Jabba the Hutt. Kann ich unter den Tisch krabbeln? Er scheint auf jeden Fall nicht blind zu sein. Und ein ugly Chefkoch. Ja, was heißt der Kleine? Ich glaube, das ist ein Mädel, das wir spielen, aber I don't know. Was? Hau ab, Mann! Ah, lauft!
Treppe hoch. Ich brauche hier einen Schlüssel. Ah! Der will mich kochen. Okay, muss man echt leise sein jetzt. Was ist denn wieder Quinn triggert? Was ist das denn jetzt wieder für eine Quatsch? Das ist F5. Mann, ist der fett. Na komm, beweg dich doch. Oh shit. Schnaufen, ey. Gut, er kocht jetzt wenigstens weiter. Ach so. Ach Gott, das will ich. Hä? Wieso, der Chat läuft doch? Im Stream nicht sieht. Darum neu laden. So, bitteschön. Ich habe den reloaded. Ach so, ihr meint den denn hier oben alten Fisch. Willkommen auf der Toilette. Na 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 na. Oh. Mal hier rein. Ach nö. War keine gute Idee. Wieder rein und dann fährt er wieder hoch. Ja. Thank you.
sich der Koch schon schlafen gelegt oder was? Hallo SteelTech. Hier geht's gar nicht weiter. Wo ist denn hier hin? Muss ich den nur rausjagen oder was? Das ist ein Schlüssel. Ich glaube, in der Küche hinten war ein Schloss, ne? Was war denn dieser Ton bei so einem dicken Korken? Da oder kommt er noch mal her? Ach, der Cracky mit seinem Real-Life-Account. Ah, damn it. Ach, damn it! Guck mal, ich komme direkt in die Suppe. Directly in the soup. Was? Wo ist der scheiß Schlüssel? Liegt der da jetzt noch oder muss ich den wieder oben holen gehen? Paddy! 12 Monate! Unbelievable! Jetzt hast du auch den. Ach, liegt der wieder im Bett. Jetzt hast du auch den goldenen. Das goldene Ravioli-Ding. Das sind zwei Köche. Jetzt verstehe ich. Das sind Geschwister. Ja, der ist echt hässlich. Und der Bruder ist nicht besser.
Also okay, wenn ich verliere, muss ich immer wieder hoch den Schlüssel holen gehen. Das ist natürlich... Das ist natürlich echt übel. Der Hack und der Bein. Hallo Wolfi! Das ist meine Schuld. Ja, ist doch in Ordnung. Ist doch ein tolles Spiel. Das ist natürlich schade, ich verliere dich dann jetzt als Zuseher. Aber das ist voll in Ordnung. Ja, guck dir den Koch an. Splinter Cell in niedlich. Ich muss mir gerade den Pattern angucken. Gesundheit. Am besten ist, glaube ich, wenn der nach da hinten ist. Ich spiele auf dem GameCube. Auf dem Gameboy. Kann ich an den Löffel kommen? Läuft der jetzt überhaupt hier lang? Warte mal, der kommt jetzt hier in den Ofen. Geht der dann wieder hoch? Ja. Super Game Boy. Wurst. Kühlkammer. Den ganzen Kladderadatsch in die Kühlkammer schieben. Ich bin der Wurstfach, ja, der Wurstfach, ja, der Wurstfachverkäuferin. Ja, die Wurst ist, ja, die Wurst ist, ja, die Wurst ist mein Lebenssinn. Guten Abend, Stinkfritte! Dank von der Salami, 50 Gramm. Von der da, und zwar so groß. In der Wurstfach, ja, der Wurstfach, ja, der Wurstfachverkäuferin. Die Wurst ist, ja, die Wurst ist, ja, die Wurst ist mein Lebenssinn.
Her mit dem Fleisch. Das reicht nicht vom Gewicht. Mehr. More meat. Da ist noch Fleisch. Das reicht ja immer noch nicht. Fleisch. Ach so, das war's. Ich muss da unten quasi den Hebel ziehen. Was ist eigentlich? Erstmal ein paar Würstchen machen. Geht nur darum, sich rüber zu angeln, ey. Yeah. Aus drei dicken Fleischdingern. Fleisch. Aus drei dicken Fleischdingern einfach mal so drei Würstchen gemacht. Ich überlege die ganze Zeit, wie die zweite Strophe ging vom Wurstfachverkäufer. Das war doch irgendwie die Salami von letzter Woche war schlecht oder so. Ach, meinen Sie die grünlich-weiße? Ja, genau, ich musste fast kotzen. Hier, das Geld zurück, nur nicht motzen. Ich bin der Wurstfach, ja, der Wurstfach, ja, der Wurstfachverkäuferin. Die Wurst ist, ja, die Wurst ist. Die Wurst ist mein Lebenssinn. So, hier ist wieder Schlüsseltime. Haha. Ey, Junge. Biss dich. Mmh, erstmal guten Käse. Oh, ey, heute Nacht ich aber alle Träume durch den Scheiß. Lappen. Ich guck dir mal die Fettringe an. So richtig schönes Winkefleisch hat er. Nichts wie weg. Nichts wie weg aus Orange County. Haha! Der also das ist nur zum Verstecken hier. Fleisch ist Programm. Kackelacken, Mann. Hab ich irgendwas verloren?
Wie lange bleibt die Tür auf? Sie bleibt auf. Okay, das ist schon mal gut. Da liegt der Schlüssel. Auf dem Tisch. Gorkon 112, der fünfte Resub. Ja, Mann. Vielen Dank. Noch ein Monat bis zum roten Rrr. So, ich muss ihn irgendwie hier rauslocken. Ich warte erstmal noch, bis der nochmal seine... Oder ist das doch nur ein Koch? Der da in dem Fleisch rumwühlt. Pushing me away. Das ist so voll Soilwork. Light the torch. Das müsst ihr euch mal angucken. Hat er sich das jetzt unterm Kinn gesteckt? What a crazy guy. Perfekt, hier drückt man einen Schalter. In der Weihnachtsmetzgerei. Ja, öffnen wir mal die Tür, das ist sehr gut. Macht er mit. Da oben. Fast gekotzt. Upsala. Okay. Auch nicht schlecht. Ein Pömpel. Wir sind gerettet. Pömpel können wir nicht benutzen. Das ist natürlich schade. Ist nicht weiter. Das ist ja widerlich. Ach, hier kommt raus. Fresh meat. Hey, Metcow. Jetzt mal weiter. Kriechen, Spielchen. Ach, da sind die beiden Köche. Okay, sind doch zwei. Der eine ist pretty depressed. Das Ende. Madcow hängt dran. Morgen 9 Uhr.
Oh shit! Ah! Ow, 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 ow! It's a glass! Wrong glass, sir. Wissen Sie noch, wo ich bin? Oder haben Sie es verpennt? Little Schmäh ist jetzt gerade an meiner Liste. Ja! Ich habe keine Zeit für eine Liste. Aber ich hoffe, dass ich trotzdem irgendwie. Shit. Oh shit, oh shit, oh shit. So, jetzt muss ich irgendwie da hoch. Schalter ist gesetzt. Theoretisch müsste ich ja jetzt auf der anderen Seite. Komm, geh mal da weg. Ich will da rüber. Junge. Junge! Was spielt der da? Oh, das ist scheiß Glas. Glas ist scheiße. Steckt seinen Kopf durch den Balken. Hey, Cyber Uno. Bin ja voller Schaum. Oh nein. Oh nein. Schnell, 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 schnell. Okay, hab ich nicht im Augenwinkel gesehen. So, die Haken laufen überall lang. Ich muss wahrscheinlich wieder ganz nach links. Ich kann nicht so weit gucken. Ah, ich wollte gerade ins Loch. Danke Scheiße. Jetzt kochen die mich. Ja, okay, gut. Schalter muss ich nochmal umlegen. Aber ich bin hier, das ist nett. Ich würde gerne auch mal was kochen lassen. Wahrscheinlich schmeckt es bei denen sogar. Ohne Witz. Muss ich denn richtig leise sein oder kann ich mich auch ein bisschen bewegen? Ich kann mich bewegen. Gut zu wissen. Also unter dem. Dem ist ganz schön mies. Ich kann mir vorstellen, dass es halt ganz links ist. Vielleicht hier den Schrank hochklettern. Gerade an meiner Liste. Dafür kein Web-WhatsApp mehr. Was? Hä? Bestimmt hochklettern.
Ich wollte mich doch festhalten. Jetzt darf ich den ganzen Scheiß nochmal machen. Ganz ruhig. Ich hol Hilfe. Komm, verpiss dich. Die sind so fett. Ja, die fetten Zwillinge aus Alice im Wunderland. Hat aber eben auch schon jemand gesagt. Anscheinend ist die Resemblance groß, wie sagt man. Du. Wenn ich jetzt hier durch die ganze Küche gelaufen bin und mein Charakter gleich Hunger bekommt, dann schrei ich. Schrei ich um Hilfe. Ja, da guckt da blöd ihr zwei, ne? Gefällt nicht so, ne? Pass auf, jetzt dreht er den Schalter um. Dann lade ich mich kaputt. Oh, ne, doch nicht. Ah! Zwei Deppen. Das war Klose. Die Küche. Wir haben die Küche geschafft. Kitchenier. Warum sehe ich eigentlich auf der Kamera hier, da sehe ich so richtig farbig aus. Und da oben sehe ich einfach nur blass aus. Ich möchte nicht runterfallen. Voll freigeschaltet, ja. Ist ein bisschen schwer, weil ich nicht einfach rechts drücken kann. Okay, was ist das? Wo laufe ich hier rum? Ich habe zuerst gedacht, TN-Panel und Blickwinkel. Nee, das ist einfach... Vielleicht habe ich auch zu wenig Kontrast hier drin. Das kann natürlich auch sein. Ich falle hier gleich runter. Das ist der Touch-Warm nicht drin. Crazy Konstrukt. Boah. Es gibt irgendwelche dicken Typen an Bord.
Also wir befinden uns tatsächlich auf einem Schiff. Okay, habe ich mir doch richtig gedacht. Und hier kommen gerade von einem anderen Schiff Typen an Bord. Es ist eine komische Form für ein Schiff. Es ist eher so ein... Sieht aus wie so ein Schildkrötenpanzer. Das sieht eher aus wie ein normales Schiff. Für die wird jetzt gekocht, ja? Boah, sehen die alle deformiert aus. Und schon Masken an. Sache des Farbspektrums. Gerade wie bei Chihiro, wo die dann abends ins Badehaus gehen. Guck, da ist Yubaba, aber in dünn. Mir sieht alles farbenfroh aus. Das ist okay. So, das scheint irgendeine Frau zu sein, die das hier überwacht. Die von der Optik her überhaupt nicht zu den anderen passt. Aber auch die könnte eine Maske aufhaben, wer weiß das schon. Jetzt mal ganz ehrlich, vielleicht haben die sich da tatsächlich so ein bisschen dran inspiriert, weil mit dem Schiff, die kommen jetzt mit dem Schiff an, manche haben Masken an, jetzt diese, die Umgebung hier, dadurch, dass das ja so ein bisschen zu essen. Also ich könnte mir vorstellen, dass sie sich echt so ein bisschen dadurch haben inspirieren lassen. Hey Snake, ich denke, du bist im Urlaub. Was machst du hier, Junge? Oder guckst du gerade von, was war das? Dänemark aus? 11 Monate. Alles ist ein Remix. Oh mein Gott! Au! Ghibli-Einfluss ist strong in this one. Ja, ist auch so, oder? Ohne Witz. Ich hab direkt Bock zu gucken. Es gibt Dinge, auf die kann man nicht verzichten. Das ist sehr nice. Ah! Ah. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich kann da eigentlich nur drauf gehen. Da muss es doch irgendwie einen Trick geben. Okay, der Typ geht auf jeden Fall steil, wenn ich da durchgehe. Muss irgendwie einen Trick gehen.
Jetzt ist heute durch. Schau, dass die... Ich kann aber nicht... Also, ich kann nicht bestimmen, wie schnell ich durch das Loch gehe. Ich mache nichts. Und die Flasche fällt um. Und der sieht mich. Ich komme da kaum weg. Also, die Flasche festhalten oder so, das geht nicht. Ich glaube, ich muss einfach schnell sein. Ja, lauf doch! Ich... Er sorgt dafür, dass er nach vorne krabbelt. Er krabbelt ja direkt in meine Richtung. Ich könnte es natürlich versuchen, ob ich hinter ihm vorbeikomme. Da komme ich nicht weiter. Vielleicht kann ich wieder zurück? Ne, geht ja nicht. Der Tisch ist ja dann da. Tag zusammen. Die Oma abgeht. Die will unbedingt mal kosten. Gib es nicht. Sie am Fressen sind. Haut rein, Leute. Gibt nie wieder so leckere Würstchen. Kleiner Mann. Hey! Helfen Sie mich! Guck mal, ich hab Feuerzeug. Kannst du das auch? Ah, machen wir hier mal ein Lämpchen an. Folgt er mir? Wofür brauche ich den? Ja! Guck da blöd, ne? Och nö! An der Wurst abhängen. An der Wurstpelle abhängen. Muss ich überhaupt da durch? Ich gehe mal davon aus. Das ist schon so krass animiert. Run, Forest! Das ist so schwer! Du weißt nicht genau, wie weit kannst du nach vorne, wie weit kannst du nach hinten? Na komm! Ich kann auch hier hoch, ne? Ich muss doch mal so einen bescheuerten Sprung machen. Bam, 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 bam. Och ja, ist klar. Voll rangezogen. Wie gemein ist das denn? Und dann da links hoch wahrscheinlich. Kann natürlich auch den Hocker bis da hinten rüberschieben. Und dann erst da hinten hoch. Aber das dauert ja ewig. Was ist das eigentlich für eine Figur? Keine Ahnung, was die da wegläuft oder was. Ich kann es ja nicht sagen. Es sind irgendwelche Trolle, Kobolde.
juckt ihn nicht mal. Gelbe, ja, das ist meine Spielfigur. Also ich bin irgendein Kind, was auf irgendeinem Schiff erwacht ist. Und die anderen Kinder werden hier irgendwie zu fressen verarbeitet. Wollen es. Sie wollen mich. Ja, die fressen wie die Schweine bei. Oh nein. Feeding. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, wie kann man denn nirgends hin? Da kann man einfach nirgends hin. Der blöde Koch. Ich ja jetzt schon, das ist dämlich. Guten Tag. Okay, irgendwo muss ich hin. In dem kleinen Räumchen. Aber ich hätte gedacht, ich könnte da hochklettern. Weil da oben ist ja auch eine Figur, da oben rechts. Doch jetzt wohl nicht kacken. Toll. Ich hänge hier fest. Eigentlich ist das, fällt mir gerade auf, eigentlich voll Luigi's Mansion von der Perspektive her. Weiter. Wie komme ich da hoch? Der muss tacken. Texten und kacken. Thank you.
einer guck. Eine Piepshow. Willst du den Leuten beim Kacken zugucken oder was? Rolle als Seil. Der Klorolle abseilen. Daher kommt das mit dem Abseilen auf dem Klo. Ich will hier wieder runter, um den Aufzug zu nehmen. Weiter hoch, wir müssen ganz nach oben. Würde ich mal behaupten. Rechts ist. Es scheint das Essen ja doch nicht so gut zu sein. Was? Das muss man erstmal wissen, dass man nach unten muss. Was habe ich denn hier links? Kann ich da auch was gucken? Oder ist da... Was machst du da, kleiner Mann? Will der, dass er sich in die Hose macht, oder was? Wieso kann ich denn machen, dass die mehr folgen? Ne, aber nur bis zum gewissen Punkt. Komisch. Ich weiß es nicht. So, jetzt kommt wieder Rennen. Dieser blöde Topf im Weg. Ah, schwer abzuschätzen manchmal, wie weit man noch nach hinten muss, wie weit man nach vorne muss. Naja, Rom wurde auch nicht an einem Tag erbaut.
Eben die ganze Zeit in der Küche gewesen. Da hätte man ja wohl eine Wurst essen können. Naja, was hatten wir? Kaum was gegessen. Ein Stück Brot. Eine Ratte haben wir gefressen. Ein Stück Fleisch. Oh, hier. Ja, eine Wurst. Oh, die sind ja nett. Weiß nicht, vielleicht war die Wurst abgelaufen. XARXXXGH ist eine neue Nudel. Da ist sie. Ist wahrscheinlich Mutter. Mutter! So, ich komme jetzt da hoch. Oh, der Gästebereich. So, das ist, der Mann mit den langen... Das ist voll Chihiro. Der erste Typ hatte lange Arme. Wie, wie heißt der, Typ noch immer? Heizkesselkeller. Scheiße, ich wusste den Namen. Der hat nämlich auch lange Arme. Der war so ein spinnenähnlicher Mensch. Okay, wir brauchen mal wieder einen Schlüssel. Spider-Man, ne, so hieß er nicht. Kamachi, genau. Kamachi. Das war der. Im Heizkessel. Ja, aber der hatte auch. Der war auch im Keller. Hatte die langen Arme. Da waren wir bei den Köchen. Kaputten Spiegel, ob ihr das bewusst ist. Wahrscheinlich nicht. Sie ist weg. Boah, läuft noch im Hintergrund. Die hat jetzt bestimmt den Platz einer dieser Puppen eingenommen.
nicht geschrieben. Oder im Schrank. Achtung. Nee, doch nicht. Der Schrank, der leuchtet so, als wenn man... Oh, da ist ein Schatten. As you can see, we're seeing nothing. Und nochmal. Du merkst jeden Schritt im Controller. Also jeder Schritt wird ist am Vibrieren. Ein funktionierender Spiegel. Das wird dir nicht gefallen. Würde ich mal behaupten. Weiße. Guck mal, was ich hier hab. Ich glaube, du magst keine Spiegel. Hoppala. Okay, bleibt nicht viel Spielraum. Cool gemacht. Es ist so cool gemacht, wie sie da steht. Finde ich total gut. Erste Licht. Hier. Hier, guck mal. Ist cool, ne? Gefällt dir, ne? Menschen. Nur schlimmer. Obwohl, das ist eher Alan Wake so mäßig. Das ist schon spooky, ja. Das ist das erste richtige Gruselspiel, was ich im Schocktober spiele. Steh auf! Wir müssen doch noch klären, warum du den kleinen Mann gefressen hast. Oh, ist der Spiegel kaputt. Der Alte stöhnt. Und das mit einem Spiel. Oh shit, das ist ja wie... Before you die, you see the ring.
endlich haben wir wieder Hunger. Wir beißen die jetzt kaputt. Das ist hier ein Spiegel, den wir aufheben können. Nee. Hey, yo, ich hab Hunger. Monster erschaffen. Und lassen uns jetzt auf die Menschheit los. Das war aber ein kurzes Vergnügen. 2 Stunden 45 haben wir nur gebraucht. Entweder sind wir so souverän durch, entweder sind wir so krass durchgerusht. Deswegen DLCs. Vollpreistitel? Boah, weiß ich nicht. Jetzt, Luigi's Mansion, please. Ich hab das, das war bei mir im Humble Monthly mit drin. Thank you.
Das sind viele DLCs. Ich beziehe meine Spiele nur noch aus dem Humble Monthly. Auflösung, in der wir hier spielen. Ey. Hallo, gab's hier nicht so einen Knopf direkt zu dem Spiel gehen? Ah! Shopseite. Ich weiß auch nicht, warum das Overlay so riesig ist. Ich hätte eigentlich gedacht, dass ich auf einer relativ kleinen Auflösung spiele. So stand es zumindest in Option, aber das ist alles riesig. Scarecrow Sack. Achso, das ist einfach nur. Trag diesen zerlumpten Vogelscheuchschreck. Okay, das ist natürlich für 99 Cent. Upside Down Teapot ist was? Achso, da läufst du quasi mit einem Teekessel auf dem Kopf durch die Gegend. 1 von 3 von 7. Oh ja, tatsächlich. Welch ein Content. Geil, mit Taschenlampe. Ausgeglichen. Secrets of the Maw Expansion Pass. Was ist das? Tullageheimnis des Schlunds in einer parallel erzählten Fluchtgeschichte, der du dir in der Rolle des Kids schlüpfst. In einem weiteren Gefangenen auf Flucht. Das sind die gleichen Screenshots wie im normalen Spiel, ja? Also. The Residence. The Residence Cascade. Meine Maus ist weg. Naja, gut. Teilweise so aus, als wenn man einfach in den gleichen Umgebungen nochmal durch die Gegend läuft. Aber jetzt mal ganz ehrlich, ne? Also, guck mal, was das Spiel kostet. 20 Euro, ja? 20 Euro für das Spiel. Das Spiel ist gut. Also, ich kann jetzt mit Sicherheit auch noch die ganzen Sachen finden, die, aber... Also, wenn du dir alle DLCs holst, das ist ganz schön teuer. 30 Euro für alle DLCs. Das heißt, du bist bei 60 Euro. Das ist schon heftig, finde ich. Ja, lohnt sich eigentlich nur, wird tatsächlich im Sale, ja, das dann nochmal sich zu besorgen. Und wie lange brauchst du für ein DLC? Vielleicht eine Stunde, zwei? Je nachdem, wie viel Arbeit sie reingesteckt haben. Was soll ich beschleunigen? Was war denn noch an Achievements? Dead Missions interessieren. So viel hatten wir gar nicht, ne? Güte ist dein Untergang. Achso, man kann die tatsächlich irgendwie...
Naja, Bersi, sie haben für 20 Euro ein Hauptspiel zwei Stunden gebracht. Bist du tough durch und durch. Nächstes Mal schaffst du es. Nicht allen Lichtern kann man trauen, aber die ist sicher. Fünf Stück. Neun für. Also ich hätte jetzt noch die Figürchen, kann man noch sammeln und so. Morgen ist Samstag. Soll ich mal spoilern, wer morgen dran ist? Was haben wir denn morgen? Oh, tatsächlich. So viel kann ich verraten. Cracky hat frei. Ja, ganz schön lange Credits, das stimmt schon. Oh, co-founded by the Creative Europe Program of the European Union. Ein guter Kinobesuch kostet auch mindestens 20 Euro. Oh! Oh! Die 10 Leute, die schon gegangen sind. Achso, danke fürs Spiel. Was? Da sind wir jetzt rausgekommen? That makes no sense. Wir waren noch auf dem Schiff, oder nicht? Fahrende Insel. Ja, ich dachte, ich zoome noch ran oder so. Ein wenig die Kamera bewegen, aber nicht viel. Aber ich komme doch näher dran, oder nicht? Zoomt der nicht ganz langsam näher ran? Voll der Bioshock-Turm. Ja, ja, genau. Und hier startet Bioshock 1. Bioshock 1 war großartig. Danke fürs Spielen. Ich habe nur das Gefühl, dass das Mädchen immer größer wird. Ja, ich habe fertig. Ich kann mir das auch nicht erklären. Noch ein Schiff. Ja, das passte ganz gut irgendwie. Kapitelauswahl. Oh. Ach so. Ach, okay, das sind die. Ja, es hat ohne Witz im Endeffekt 5 Level, also 5 Kapitel. Und hier unten sind dann quasi nochmal diese DLCs, die man sich besorgen kann. 3 Stück. Zerschmetterte Statuen 1 von 1. Geknuddelte Wichte 1 von 4. Zerschmetterte Statuen 1 von 2. Ach, da ist die oben drauf. Voll das Stillleben. Geborgenes Treibgut. Ich wusste nicht, dass man die knuddeln kann. Die Blutegel waren eklig. Das Kapitel war schon geil hier mit den fressenden Typen. Aber Erklärung, warum, weshalb, wieso, gibt's dann auch nicht, ne? Der sein können. Extras. Konzeptkunst. Wow, ich habe ein Bild freigeschaltet. Fetten Typen sauber machen, ja. Das war's? Den hab ich nicht freigeschaltet.
Kannst du die Credits nochmal angucken? Das Ghibli-Level. Ja. Ne, hat ja alles was von Ghibli. Also ich meine, dieses Badehaus steht ja auch auf so einem riesigen Felsen oder was, der relativ hoch ist. Und da läuft die Chihiro ja auch aus an so einer Treppe entlang, wie hier quasi, um dann runter zum Kamachi zu kommen. Also das ist schon, ich glaube, da haben sie sich schon leveltechnisch ein bisschen orientiert. So Leute, ja dann, das war's für heute. Das hat ja genau gepasst. Ich bin glücklich, dass wir das trotz allem, also es hat genau gepasst für den Abend, würde ich sagen. Oder? Ich fand's cool. War ein schönes Spiel. Also eine schöne Abendunterhaltung. Kann man so sagen. Richtig abgefahren. Ja. Kann ich auch noch irgendwas posten? Ein bisschen Versi posten. So, ich wünsche euch was. Macht's gut. Und morgen seht ihr jemand anders. Soll ich sagen, wer es ist? Percy. Und Cracky.